5598 AD. Darius Asteroid Belt. An asteroid belt? Perfect hiding place for pirates. Now, where are those bastards? What are we gonna do, boss? This guy will be chasing us forever! In Galaxy on Fire 2 übernimmt ihr die Kontrolle über Keith T. Maxwell, einen Raumschiff-Commander, der durch eine Fehlfunktion seines Hyperantriebs 35 Jahre in die Zukunft und ans andere Ende der Galaxis katapultiert wird. Der Frieden zwischen den Rassen der Terraner, Midorianer, Nivellianer und der Vosk steht auf wackeligen Beinen, denn die aggressive Alienrasse der Voids drängt nach der Herrschaft im All. Mit Hilfe von überlegener Technologie überfallen die Voids regelmäßig die Stationen und Raumschiffe der anderen Rassen. Nur ihr in der Rolle von Keith T. Maxwell könnt dem Spuk ein Ende bereiten. Wer Spiele wie Wing Commander oder Privateer liebt, der wird an Galaxy on Fire 2 seine helle Freude haben. Ihr düst von Raumstation zu Raumstation und nehmt in der Bar Aufträge an. Diese umfassen beispielsweise den Transport von Passagieren an einen anderen Ort der Galaxis oder das Beschützen von Konvois. Zwischendurch werdet ihr immer wieder in der Hauptgeschichte weitergeführt. An Asteroiden sammelt ihr Mineralien ein, die ihr auf den Stationen verkaufen könnt. Mit dem Geld aus den Aufträgen und dem Handel könnt ihr bessere Ausrüstung, zum Beispiel bessere Waffen und eine bessere Panzerung, für euer Schiff kaufen. Oder, wenn ihr genug Geld habt, gleich ein neues Schiff. Die Steuerung von Galaxy on Fire 2 ist denkbar einfach. Entweder lenkt ihr über einen virtuellen Analogstick oder durch das Neigen eures Gerätes. Beide Varianten funktionieren ausgezeichnet. Durch einen Aktionsknopf auf der rechten Bildschirmhälfte könnt ihr entweder feuern oder den Autopiloten aktivieren. Letzterer ist besonders praktisch, da man mit Computerunterstützung in die Hangars der Weltraumstationen fliegt, an Asteroiden andockt oder Wegpunkte abfliegt. Die Geschichte von Galaxy on Fire 2 wird über kleine Dialogflächen angezeigt, die man aber auch abbrechen kann. Die sehr gute englische Sprachausgabe erzeugt sehr viel Atmosphäre, insbesondere wenn ihr im Weltall unterwegs seid und über Funk mit anderen kommuniziert. Bei der hier im Test gezeigten Variante handelt es sich um die HD-Variante des Spiels, welche für iPhone 4S und iPad 2 erhältlich ist. Im Vergleich zur normalen Fassung macht die HD-Fassung speziellen Gebrauch von den Möglichkeiten des A5-Prozessors im 4S und im iPad 2 und so bestehen sämtliche 3D-Modelle aus viermal mehr Polygonen. Es gibt neue OpenGL 2.0 Shader, die zusammen mit den ausgefeilten Texturen für eine beeindruckende Weltraumoptik sorgen. Nie zuvor sah ein Weltraumtitel auf einem mobilen Gerät besser aus. Die Entwickler versprechen zudem, dass man via iCloud seine Speicherstände zwischen iPad 2, iPhone 4S und der Mac-Version austauschen kann,
sprich auf dem jeweils anderen Gerät weiterspielen kann. Sobald Valkyrie, das Add-on zu Galaxy on Fire 2, im ersten Quartal von 2012 erscheint, kann man seine Spielstände auch zwischen der normalen und der HD-Variante austauschen. Unser Fazit: Galaxy on Fire 2 ist eine hervorragende Weltraumoper mit großem Spielumfang. Wenn du ein wenig auf Science Fiction, Privateer oder Wing Commander steht, wird hier bestens bedient. Malfunction in the hyperdrive engine. Life support system damaged. Oxygen supply critical.